Claudia Michelsen, Polizeiruf 110 Star einen Unfall. Sorge um Claudia Michelsen, 53, die Schauspielerin, bekannt aus der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110 und den ZDF-Kudamm-Mehrteilern, hatte einen Unfall. Das bestätigte eine Sprecherin der Bild-Zeitung. Michelsen soll sich bei dem Unfall zwei Halswirbel angebrochen haben, es soll ernst sein, heißt es aus dem Umfeld der Darstellerin. Dennoch habe sie noch einmal Glück gehabt. Da keine Querschnittslähmung drohe, Glück im Unglück, es geht ihr soweit gut. Wir gehen fest davon aus, dass sie im März wieder arbeiten kann, so die Presseagentin in dem Statement. Wie es zu dem Unfall kam und was dabei genau passiert ist, gab die Sprecherin nicht bekannt. Claudia Michelsen verkörpert seit 2013 im Polizeiruf 110 die Magdeburger Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch. Zwischen 2016 und 2021 feierte sie mit den ZDF-Mehrteilern Kudamm 56, Kudamm 59 und Kudamm 63 Erfolge. Darin spielte sie die Tanzschulleiterin Katharina Schöllack. Michelsen war zudem bereits mehrmals in der Tatortreihe zu sehen und übernahm Seriengastrollen in Der Alte, Der letzte Zeuge oder Der Ermittler. Verwendete Quelle: Bild.de.